Heute gibt es das nächste Heimspiel von uns. Wir sind zweiter Platz, wir haben gegen den ersten gewonnen, wir haben gegen den dritten gewonnen, wo eigentlich beide Mannschaften besser waren. Wir haben ja auch wieder im Gefängnis gewonnen, 4-3, war ein absoluter Krimi. Leider kann man da nicht filmen, überhaupt nicht. 5-3 haben wir gespielt, stimmt, haben wir noch ein Tor gemacht. Das war ultra, ultra nice. Ich konnte nicht spielen, ich hatte ja Corona und ich habe mir noch von Bramfeld, war das glaube ich, komplett die Rippe geprellt. Ich hatte schon Angst, sie ist gebrochen, weil es wurde immer schlimmer und ich kann nicht drauf liegen und das ist ultra nervig. War extra beim Arzt, ist nur geprellt, er hat gesagt, tut weh beim Laufen. Eigentlich macht man da mindestens 4 Wochen Pause. Ich werde heute trotzdem mein Bestes geben, wenn es nur das ist. Ansonsten haben wir heute auch wieder eine sehr starke Bank. Also wir haben das Hinspiel 2-2 nur gespielt. Das war sehr ärgerlich. Haben einige aus der Mannschaft gefehlt und kurz vor Abpfiff noch 2-1 geführt. Dann haben die noch ein 2-2 gemacht. Haben uns sehr geärgert beim Unentschieden. Heute müssen wir jetzt beim Rückspiel gewinnen. Ich glaube, die sind Vierter oder Fünfter, aber haben dafür ein Spiel weniger, irgendwie sowas. Also direkt die stärkste Mannschaft, die wir dabei noch hier oben haben. Ja, bei uns sieht es gut aus mit dem Aufstieg. Wir haben gegen die besten Mannschaften gewonnen. Wir haben jetzt noch, die Gegner müssen gewinnen als vierter Platz, damit sie aufsteigen. Das heißt, die werden heute richtig, richtig Gas geben. Ich bin gespannt. Ich muss auf jeden Fall ein Tor machen. Ziel war ja 20 Saisontore. Was habe ich? 4? Ja. Mal gucken. Ich habe ultra Bock. Gucken wir uns mal die Aufstellung an vom SSV Harzack. Also Linus im Tor. Hinten Dreierkette mit Leon Kreuz, Malte und Jofi. Leon Heine und Dennis Seeker, die absoluten Maschinen auf der Doppel-6 im Zentrum. Hans Wüstling rechts außen. Alex Keck links. Aber das haben wir letztes Mal gesehen. Das ist auch alles sehr fluide, wie man im Fußball Neudeutsch so schön sagt. Ja? Also die wechseln auch mal die Seiten. Jay-Z, wie wir ihn nennen, mit der 17 Jan Zimmermann auf der 10. Und dann vorne Dominik Strobel und ein gewisser Max Schemmler. Also das hier, die Aufstellung, hinten eine Dreierkette. Es ist sozusagen ein 3-2-3-2. Und wir gucken uns mal die Tabelle an vom SSV Harzack, von der Hamburger Kreisklasse. Und wir sehen, dass Viktoria, also die Mannschaft von Max, mit 50 Punkten auf Platz 2 ist und damit extrem nah am Aufstieg. Der nächste, der Harzack gefährden könnte, ist die vierte Mannschaft von Bramfeld, mit aber schon 7 Punkten Rückstand, wenn auch einem Spiel weniger. Also das ist schon sehr, sehr nah an dem, was man Aufstieg nennen kann. Heute entscheidendes Spiel gegen den Rellinger FC. Das seht ihr, die sind Fünfter, haben 33 Punkte. Wenn die noch irgendwas mit dem Aufstieg zu tun haben wollen, dann müssen sie hier heute gewinnen. ESM super Partner. Elektrolyte top. Wird die ganze Mannschaft mit ausgestattet. Wir haben so unendlich weniger Krämpfe. Gönnt euch. Code Harzack immer für den maximalen Rabatt. Was ist gerade der Rabatt? 10%. 10%. Alter. Also auf 100 Euro 10 Euro. Und ja, die neuen Trainingsanzüge, hä? Wieso habt ihr nichts gesagt, Chat? Wir haben die neuen Anzüge. Guck mal, wieso machst du den direkt dreckig? Hab ich nicht. Guck mal, warum eigentlich? Guck mal, DFS. Dominik Fabio Strobel einfach. Ich mach dir nicht direkt dreckig. Das ist ein bisschen Schweiß und Wasser. Das dritte von 3 Topspielen am Stück und die letzten 2, die wurden gewonnen. Im Knast letzte Woche im Chat gab es schon Nachfragen, wurde ganz, ganz knapp gewonnen. Ein ganz wildes Spiel auf gefrorener Asche und davor das Spiel, das Heimspiel wurde hier gewonnen, ebenfalls ganz, ganz knapp. Und das hat den SSV Harzack hochkatapultiert. Aktuell Platz 2. Der erste Platz darf nicht aufsteigen, das ist die Gefängnismannschaft, reden wir hier öfter drüber, aber auch an denen ist man ran bis auf einen Punkt und der Nächstplatzierte hat dann schon ein paar Punkte Abstand. Wer schon länger dabei ist hier heute im Chat, hat die Tabelle eben gesehen, die werden wir auch gleich nochmal reindrücken. Da sehen wir die Jungs um Alex Keck und dem Chef Strobel und jetzt kommt endlich die Champions League Musik, so muss das sein. Das ist Jofi links, der Captain von Max Mannschaft und rechts in Rot eben der Rellinger FC. Spiel ist freigegeben, der SSV Harzack in den blauen Trikots, der heutige Gegner, der Rellinger FC in Rot gedresst. Spiel ist angepfiffen. So, erste Chance gehört dem Gegner und Linus hat ihn im Tor. Gibt auf jeden Fall die erste Ecke für die Gastgeber. Und das gibt eine exzellente Ausgangsposition. Erste XL-Chance für den SSV Harzack. 4. Minute. Kopfballstark ist Max Mannschaft safe. Und wir gucken nochmal auf die Chance nach der Ecke von Alex Keck eben. Und dann ist es Jofi gewesen. Sensationeller Kopfball. Aber der Goalie der Gäste ist da. Jungs, die trainieren gar nicht. Das ist halt das Krasse. Also es gibt die Überlegung, dass wenn der SSV aufsteigt, dass man dann vielleicht einmal die Woche trainiert. Das ist wirklich krass. Die anderen trainieren. Chance jetzt für die Gäste. Und das ist die Chance zum 0-1. Geht nur aufs Netzdach und nicht ins Tor. Der Abschluss von Jason Wiedenfeld. 21 Jahre alt vom Gegner.
zieht gerade in 3 Monaten die Ausbildung zum Handelsfachwirt durch und hat hier die Chance, bedrängt von Leon Kreuz. Und Linus macht auch alles richtig, kommt raus, verkürzt den Winkel. Aber sie melden sich auch hier an. Der Rellinger FC stellt sich das erste Mal offensiv vor im letzten Drittel des SSV Harztag nach 10 Minuten. Hab aber auch, lieber Chat, wenn ihr darauf Bock habt, meine eigene Show auf Twitch seit ein paar Wochen. Wenn ihr mal gucken wollt, Twitch/Robbie Hunke. Bearded Ballers heißt die Show. Wir gucken auf Alex Keck. Was für eine Chance, das gibt's nicht. Wir bleiben hier dran. Chef Strobel mit dem Nachschuss. Aber vorher abgepfiffen. Zählt nicht, zählt nicht. Torwart ist angegangen. Torwart ist angegangen worden. Die Regie ist so fit, die wird uns gleich eine Slow-Mo hier spielen. Erstmal die Flanke aus dem Halbfeld. Alex Kecks Kopfball ist gut. Das ist kein böses Foul am Torwart. Der liegt dann da aber. Max setzt nach. Und dann die Riesenchance nochmal für Chef Strubbel, der den Ball auch reinbefördert. Da liegt der Torwart aber schon, deswegen pfeift der Referee ab. Ah, schade, schade, schade. Eher Torwartfehler, sagt Jolla27. Kein Foul. Schade. Wir können uns hier den Treffer, den es nicht gegeben hat, noch... Ja, Alex Keck trifft ihn schon unten. Ja, ihr seht das hier, Alex Keck trifft ihn, wenn auch unfreiwillig. Dadurch... geht er zu Boden. Also es gibt Schiedsrichter, die haben den Treffer also dann auch weiterspielen lassen und den Treffer gegeben. Ich will mir da nicht unbedingt ein festes Urteil bilden. Es gibt auf jeden Fall einen Kontakt. Ein böses Foul ist es auf keinen Fall von Alex Keck. Haben wir schon ein Tor, das nicht gezählt hat. 0-0, der SSV macht weiter. Super durchgesetzt da. Jetzt muss er den Ball nur noch zurücklegen, aber findet keinen zum Anspielen. Vorher abgepfiffen, Ball ist im Aus gewesen. Leon Heine, das ist der Mann von der Doppel-6, den kennt ihr mittlerweile, hat schon bei Fortuna Köln gespielt, in Wuppertal auch beim FC St. Pauli in der Jugend. Boah, weiß ich nicht, ob der vollumfänglich im Aus gewesen ist. Auch die Ecke ist wieder gut und dann mit der Brust, mein lieber Freund, 21. Minute. Nächste Gelegenheit für den SSV Harztag. Von Leon Kreuz. Ganz schwer zu nehmen. Oh, danke an Zalewski. Nummer 5. Oh, Freistoß direkt ausgeführt. Aufsetzer. Ganz, ganz schwer zu nehmen für den Goalie. Aber das war mal ein Überraschungsmoment hier. Bei dem schnell ausgeführten Freistoß. Überraschungsmoment geglückt. Ball noch warm. Dennis Seeker mit dem Nachsenderantrag. 24. Knappes Ding. Und als Lohn gibt es einen Freistoß. Wir sehen hier nochmal, wie Alex Keck, der Top-Torschütze, das hier schnell ausführt. Schwierig für den Goalie. Und dann kommt Leon Kreuz, Torwart, durchaus ordentlich, auch wenn er den ersten nicht festhalten kann. Alle ein bisschen überrascht gewesen. Der Zehner von Harztag, der hat einen sehr guten Freistoß in seinem Repertoire, will den unter der Mauer durchschießen, der Fuchs. Und Chef Strobel. Auch gegen 3, sehr stark defensiv, kompakt komponiert, aber die sind nicht komplett durchbetoniert, die Mannschaft vom Rellinger FC. Die machen hier weiter Druck, die Mannschaft von Max, und dann ist es so eine Mischung aus Flanke und Torabschluss. Boah, es muss einen Freistoß geben für Harztag, das war schon ein etwas heftigerer Einsatz. Herzlich willkommen in der untersten Hamburger Kreisklasse, da macht's Rums. Und gib ihm. Und Alex Keck, Tor! Trocken, furztrocken. 32. 1-0 nach Vorlage von Jay-Z Zimmermann. Und der Sue-Jubel gibt's gratis oben drauf. Sollte, glaube ich, eigentlich ein Abschluss sein. Super erster Kontakt. Der Ball kommt nicht so weit von Jay-Z Zimmermann. Und dann macht das Alex Keck überragend, den im zweiten Ball direkt rein zimmert. 1-0, Harztag ist auf jeden Fall verdient. Die neuen Level-Up-Ice-Tees sind ein absoluter Game-Changer. Seit 2018 mit Max verpartnert. Max ist Fan der Ice-Tea-Flavor-Sorte Nuke. Level-Up wünscht euch auf jeden Fall weiterhin viel Spaß mit dem Game hier. Und Leon Heine, 2-0,
Da sprechen wir von Level Up. Da entert er hier das nächste Level. Was eine Einzelaktion. 2:0 der SSV Harzack auf bestem Weg zum Aufstieg. Sehr stark, Chef Strobel einmal mitgenommen und so gehört dem Dominik Strobel der Assist. Aber vorher diese Monsteraktion, da diese Energieleistung von Leon Heine, dem Sechser, der auch schon richtig hochgespielt hat bei St. Pauli, bei Wuppertal, bei Fortuna Köln. Dominik Strobel mit der Vorarbeit und dann macht er genau alles richtig. Muss er hier quasi mit der Pike nehmen. Sensationell platziert. Was ein Statement. So, jetzt die Gäste brauchen einen Plan B. Haben sie jetzt eine Antwort parat? Nicht schlecht. Aber Linus im Tor am Start. Nach dem Abschluss von Kenneth Kirchner. So heißt der Spieler mit der Nummer 21 bei Rellingen. 23 Jahre, Außenspieler. Ich war eigentlich immer schnell. So, apropos schnell, wir blicken wieder aufs Spiel. Dennis Sicker mit der Hacke und Jofi! Das gibt's nicht. Dritte XL-Chance von Jofi in diesem Spiel. Zweimal nach Standards. Und jetzt mit seinem starken Linken, der ist Abwehrspieler vom Beruf quasi hier und hat die nächste dicke Gelegenheit. Dennis Sicker überragend mit der Hacke und Jofi direkt im Stile eines Eishockey-Torwarts da. Christian Weber, der Goalie, der Gäste. Und das ist der Pausenpfiff. 2:0 führt der SSV Harzack. Durchaus verdient durch die Tore von Alex Keck zum 1:0 und Leon Heine zum 2:0. Spiel ist angepfiffen. Max macht den Anschluss. Der SSV Harzack in den blauen Jerseys. Der Rellinger FC in Rot. Boah, Leon Heine ganz schön abgebügelt, aber Ball gespielt, sagt der Schiri. Nach dem sehr beherzten Zweikampf da von Finn Händler, der übrigens in Leverkusen studiert, aber zu jedem Spiel hierher kommt. Super Tor! Super Tor! Sorry to say that, aber das ist Spitzenklasse. International SSV Harzack. Bam! Geile Vorlage und dann guckt sich Alex Keck den da aus. Das ist ja überragend. Ich lasse euch einfach damit allein, ich sag gar nichts. Den kannst du nicht halten. Ja, danke an Alexo. Und das ist der nächste Treffer allerdings für Rellingen. Und der ist auch nicht so schlecht, ne? Also das ist meine Antwort von Anton Dreier. So ist es passiert. Flanke aus dem Halbfeld. Oh, und dann schielt er sich da in den Rücken der Abwehr, die ein bisschen aufgerückt war. Super Tor von Anton Dreier. Boah, und Dennis Seker. Der Torwart ist wirklich nicht schlecht. Wie gesagt, schon 37 Jahre alt. Christian Weber geht tauchen und holt den. Und hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Jofi, der ein gutes Spiel macht, sehr hoch verteidigt. Und Dennis Sicker so im Halbfall mit dem Außenriss. Stark mit der linken Hand da von Christian Weber im Tor. Das hat auf jeden Fall mal richtig gerasselt. Mit Kopfverletzungen ist nicht zu spaßen. Das gucken wir uns hier nochmal an. Ah, scheiße, es tut richtig weh. Für beide. Gib mir die Zeit, mich zu bedanken an den Partner ESN. Heute ganz neue Trainingsausstattung vom Partner ESN übrigens. Die habt ihr gesehen beim Warmmachen in Zusammenarbeit mit der Sportmarke Waze. Das Team macht sich erstmals damit warm oder hat sich warm gemacht und bedankt sich beim Partner ESN für die Ausrüstung. Ihr habt die Ausrüstung auf jeden Fall gefeiert beim Warmmachen. So, Dennis Sicker, Chef Strobel. Wieder Dennis Sicker, Max am Ball, gegen zwei. Freistoß, kriegt den Freistoß. Jawohl, ist ein Kontakt da und das ist eine gefährliche Situation. Boah, den setzt Jan Zimmermann eine Etage zu hoch. Anyway. Wieder Freistoß für Harzack, Dennis Sicker. Der Ballschlepper holt ihn raus. So,
Alex Keck, der kann's, der hat schon zwei Treffer. Was ist jetzt? Boah, Latte! 89. Ein Riesenknall. Halt durch Hamburg-Eppendorf. Alex Keck hat wieder einen gezündet hier. Alex Keck Wechselgesänge im Stadion Hohe Luft. Und das ist es gewesen. So, da sind wir. Spiel ist durch, 3-1 gewonnen. Absolut geil. Wir fanden also ein komisches Spiel. Wir hätten am Anfang mehr Tore machen müssen. Der Strobel hatte ja eins direkt, wo abgepfiffen wurde. Also wir hätten deutlich mehr Tore machen müssen. 3-1 ist das Endergebnis. Aber auf jeden Fall interessant. Die Gegner hatten eine starke Viererkette hinten und hatten komplett Manndeckung gemacht. Also ich bin teilweise bis zur Mittellinie gelaufen, um mich anzubieten. Der hat mich verfolgt. Ist natürlich geil, dass man dann Dennis schicken kann. Aber ich habe, wie viel Ballkontakte hatte ich in dem Spiel? 5 Stück. Trotzdem haben wir als Mannschaft gewonnen. War eine gute Sache, das werden wir jetzt auf jeden Fall feiern. Jetzt haben wir gegen den ersten gewonnen, gegen den dritten gewonnen, gegen den vierten gewonnen. Jetzt haben wir den Aufstieg sicher. Absolut geile Sache. Chef Strobel hat eine geisteskrank geile Vorlage gemacht. Den holen wir mal dazu. Chef Strobel, gutes Spiel, geile Vorlage. Dankeschön. Wie fandest du das Spiel? War geil, schade, dass mein Tor abgepfiffen wurde. Das wird im Schuss abgepfiffen. Ja, war eine komische Erklärung vom Schiedsrichter. Er hat gemeint, eventuell Kopfverletzung vom Torhüter. Also ich kenne die Regeln anders. Aber dafür für Leon ein cooles Tor aufgelegt, habe mich auch gefreut. Auf jeden Fall, ja. Schade, dass ich die heute ganz auflegen konnte, aber ja. War overall ein geiles Spiel. Alex Keck, absolut überragende Tore heute geschossen. Liebe Regie, blendet uns die nochmal ein. Ja, stimmt. Vorlage von Jan, er schießt, er fängt ihn ab und schießt ihn sofort rein. Unfassbar. So ein Tor habe ich noch nicht gesehen. Schuss abgefangen und reingemacht. Guck dir das an, alles eine fließende Bewegung. Mal, zack. Dennis Bergkamp-Wipes, hat der Chat gesagt. Kann man nicht verteidigen. Und dann das 2-0. Vorlage von Chef Strobel. Schöner Pass von Chef und Leon Heine. Schönes mit der Pike macht er das. Überragend. Sehr geiles gut. Tor. Das dritte Tor. Und das hast du aus nächster Nähe beobachtet, ja, Max. Ja. Der flog richtig schön. Das war wirklich überragend. Hier der ist das Ding. Er hatte eine fantastische Zack. Kurve, der Ball. Und gib ihm. Wunderschön. Wahnsinn. Einfach drin ins lange Eck. Richtig schönes Tor. Königsklasse. Das waren die. Oh, nochmal eine schöne Perspektive. Richtig, ja, richtig stark. Kann man nicht halten. Sehr, sehr schönes Ding. Ja. Geiler Kopfball, Flanke aus dem Halbfeld. Ne? Schöne Flanke in den Rücken der Abwehr. 3-1. Auch starkes Tor. Das waren schöne Tore auf jeden Fall. Hätten mehr Tore passieren können, oder? Ja, stimmt. Es gab auf jeden Fall Möglichkeiten. Ich glaube, Jofi hatte alleine 300-prozentige. Ja. Aber der Mann ist Abwehrspieler, Leute. Ja, richtig, ne? richtig. Fordert an zu kurz feiern. Stören. Wir müssen feiern. Ja, stimmt. Let's go. Wir müssen feiern. Ihr geht feiern, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ihr kriegt jetzt auf jeden Fall noch die Feier-Vibes mit. Das war's von mir. 25.03. gibt's die nächste Live-Übertragung. Und dann können wir langsam schon zusammen feiern, denn diese Mannschaft ist aktuell Tabellenführer der 9. Liga hier in Hamburg. Also, wir lassen euch zusammen mit den Jungs feiern. Das war's von meiner Seite. 25.03. wieder Samstagabend, 20 Uhr. Und da können wir uns langsam eingrooven auf den Aufstieg.